Hallöchen, liebe Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu Part Nummer 13 von Murdered So Suspect. Ich bin immer noch der Drakey. Und wir zocken natürlich wieder mal eine halbe Stunde. Ich muss gestehen, ich habe jetzt keinen Plan, wo wir waren. Mal reinfuchsen wieder. Also, wo wir gerade stehen. Ah, genau. Immer noch eine Kirche. Ich starte die halbe Stunde und was stand da gerade? Und was mit Joy? Können Sie mich hören? Sie haben einfach. Hatten wir das nicht schon gemacht? Ja, steht auch immer noch 5 von 5 Hinweisen, das haben wir auch schon. Da verstehe ich gerade nicht, warum wir jetzt hier sind wieder. Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir einen Schlüssel gekriegt, oder? Man sieht er den nicht, oder bist du blind? Offensichtlich gehen die nicht über mehrere Stockwerke hinweg. Bist du da mal rüber? Wir müssen jetzt ja wieder raus, glaube ich. Oder? Untersuche den Tatort auf dem Dachboden. Hä? Haben wir doch schon, ey. Was ist denn für ein Schmarrn? Ah, derzeitiges Spielziel. Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ist das jetzt ein Bug? Ich hoffe nicht. 5 von 5, 8 von 8. Profiling können wir auch nicht mehr machen. Wir wissen ja, dass die Katze da runtergejumpt ist. Na gut, das hatte ich zwar jetzt nicht vor, aber gut. Auch noch mal was entdeckt. Wir haben noch den Schlüssel, oder nicht? Gesehen, weil der ist ja runtergefallen. Durch das hier. Dann ist er hier gelandet. Da ist der Schlüssel.
kann man sich nur vorstellen, dass das Ziel noch festhängt, aber wir eigentlich schon weiter müssen. Ich meine, unten war ja sogar schon der Polter, oder wie heißt das, Dämon. Und sonst würde ich sagen, ist hier sowieso nichts. Na, wir gehen hier mal raus, auch wenn er steht, und untersuche den Dachboden. Komische Kirche, ne? Hier mit allem möglichen Kram, ey. Achso, ich dachte gerade, da liegt noch was. Hier ist natürlich auch nichts mehr, das haben wir als erstes gemacht. Na, ich würde sagen, wir gehen zurück. Gehen jetzt hier raus. Kacke, dass hier so viele von den Geistern sind. Tschüss! Ach, es geht auch weiter hier. Ich glaube, das kennen wir auch schon, oder? Nee, doch nicht. Mach deinen Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon! Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheiten, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Ja. Schneller fortbewegen hier.
Dup-dup-dup-dup-dup. Frag mich nur, wo das sein soll. Jetzt mal so ortsmäßig gesprochen. Jo, ruckel, ruckel, ruckel. Na wo denn? Ach, ist das nervig, ey. Ach, hier waren wir noch nie. Haus des Urteils. Zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird das nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Das Haus des Urteils. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Und ein Polizeiauto. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Da will ich nicht hingehen. Na gut, Entschuldigung. Na. Wände können wir spontan erstmal Licht durchdringen. Dann gehen wir mal nach oben. Wieder so viele davon einsammeln, 10 Stück. Also sind wir auch Dämonen? Nein. Dicht. Ja, man sollte vielleicht erstmal an eine Seite halten. Ich laufe gerade schon ein bisschen bescheuert durch die Gegend, das gebe ich gerne zu. Sehr viel hin und her. Ich frage mich, ob wir das eine kleine Mädchen wieder treffen. Ich frage mich, ob der Killer uns vielleicht sogar aussehen kann.
Jo. Heilige Scheiße, sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieh, kleine Hexe, soweit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Oh nein, das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Da steht noch viel mehr, ne, was er gar nicht sagt. Das ist so ein Schmarrn. Der Teufel hat mich gezwungen. Wer weiß schon von sich, nachdem er eine Reihe qualvoller Morde angeklagt wurde. Ja, Baxter ist besessen, ja. Persönliche Gegenstände? Drittes aufgeknüpftes Opfer entdeckt. Bizarre Anknüpfungen lassen auf Salems schändliche Vergangenheit zurückblicken. Und da kommen wir, ne? Was steht da? Mordmethoden. Opfer und Mordmethoden, achso. Mörderische Vergangenheit. Warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Was war das? Schwierig, hier den Überblick zu behalten, ne. Ich hab mich verdrückt. Boah, war das knapp. Der Ende ist aber tot, ne? Ja, Gott sei Dank.
Wie hat das denn jetzt nicht funktioniert? Ich hab gedrückt, ey. Oh Mann. Wenn die einen suchen, dann kann man die auch nicht töten. Naja, wir machen es aber nochmal. Mit der scheiß Krähe, mal gucken, ob es was bringt. Offensichtlich nicht. Ich mach hin, ey. Kann nur ein dummer Scherz sein, ehrlich, ey. Das nervt mich schon wieder, ey. So, jetzt aber. Na also. Ja, ganz gut versteckt hier. Achso, hier hätte man den hinlocken können. Ja, ich will das Ding da aufdecken. Noch 5 mehr. Tuk 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 tuk. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, ey.
Oh, fuck! Ja. Ah. Na gut, damit hätte man rechnen können. Warum interessiert das denn da keinen von denen? Den Händen bräuchten wir vielleicht noch. Jetzt mach schon. So, als nächstes müsste er dann sterben. Ja. Nächstes er. Sammelt gleich die Sachen ein. Na, wir warten nochmal. So, jetzt. Come on! Ah, oh, die Tür verdrückt mich doch tatsächlich. Oh Gott. Ja, ich hab mich verdrückt. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Jetzt hat's geklappt, wir haben unsere Ruhe. Das erste. Gucken wir uns jetzt natürlich noch um. Irgendwas Smoothes. Warum liegt, aber anscheinend nicht. Ist das eine Anklagebank oder was? Oder ist das so ein Gebetstisch? Ne, hier. Ist das eine Anklagebank? Also Gerichtssaal so gesehen, im Haus selbst, ey. Na gut, warum nicht? Da müssen wir rein. Na Gott, wie kacke das ist, ey. Halbe Stunde ist auch schon wieder rum. Aber wir gehen noch in den Keller.
Escorted. Da waren wir auch schon, glaube ich. Ja. Ich hätte derjenige sein sollen, der dich auffällt. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Na, was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Wo ist Cassandra? Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Kennst du Joy? Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Und werde ich getötet. Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Wo ist der Mörder? Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen. Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise. Ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Ja. Und wie sein Plan aussehen wird, das erfahren wir dann im nächsten Part. Denn, wie bereits gesagt, ich habe schon das rum und deshalb hören wir jetzt auf. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Däumchen rum da. Abonniert gerne, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, Social Media Links zu Facebook, Twitter, bla bla bla, findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann auch das nächste Mal wieder. Bis dahin habt noch einen schönen Tag und eine erholsame Nacht. Haut rein. Tschüss.